Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2. Heute mit Simon. Und Simon. Und einer Fülle geiler Themen, wie zum Beispiel dem wichtigsten Remake aller Zeiten, Final Fantasy VII. Den Geheimtipps der letzten Wochen bei Unter dem Radar. Unter dem Radar! Und dem vielleicht zweitwichtigsten Remake aller Zeiten, Pokémon Mystery Dungeon. Jetzt bei Game 2. Für die meisten Spielreihen gilt, kommt Erfolg, kommen Spin-offs. Die Pokémon-Serie scheint diesem Gesetz besonders treu zu folgen. Mittlerweile haben sich hier sogar mehr Ableger angehäuft, als Spiele der Hauptreihe existieren. Da hätten wir zum Beispiel Puzzle- und Pinball-Games, Rennspiele, Foto-Rail-Shooter, virtuelle Haustierchen, Mobile-Games, Prügelspiele oder sogar ein Tastatur-Lernspiel. Die mit Abstand erfolgreichste Auskopplung ist aber ganz klar die Mystery Dungeon-Reihe. Die allein umfasst schon 10 Titel. Mit Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX folgt jetzt ein Remake der ersten beiden Episoden Mystery Dungeon Team Rot und Team Blau und damit das Debüt auf der Switch. Zur Abwechslung geht's hier aber mal nicht darum, der Allerbeste werden zu wollen, sondern um nicht weniger als die Rettung der Pokémon-Welt. Und das macht ihr nicht wie üblich als 10-jähriger Monstertrainer, also zumindest nicht in dessen Körper. Dieses Mal spielt ihr nämlich einen Menschen, der in ein Taschenmonster verwandelt wurde. Um herauszufinden, welches Monsterchen ihr seid, müsst ihr aber erstmal ein paar persönliche Fragen beantworten. Willkommen beim Pokémon-Persönlichkeitstest. Willst du wissen, was für ein Pokémon du bist? Okay. Super. Dann beantworte die folgenden Fragen bitte ehrlich. Ja. Es ist ein warmer Sommertag. Oh. Worauf hast du Lust? Ein Eis wäre nicht schlecht. Zeige mit deiner linken Hand auf einen beliebigen Finger der rechten Hand. Welchen Finger hast du ausgewählt? Sehr erwachsen. Welche Farbe hat deine Unterwäsche heute? Das ist jetzt aber ein bisschen privat, ne? Rot. Wer hat den krassesten Body? Simon, Micha oder Ingo? Ingo? Ingo, bist du's? Berechnung abgeschlossen. Glückwunsch. Du bist... Och nö, Rosana! Och, Mann. Ja, komm, geh weiter. Keine Sorge, wenn ihr mit dem Ergebnis unzufrieden seid, könnt ihr euch jetzt auch einfach eines der knuffigen Monster aussuchen. Dann noch euren Partner gewählt und fertig ist das Retterteam. Jetzt gilt es herauszufinden, warum ihr überhaupt in der Haut eines Pokémon steckt und welche mysteriöse Kraft die Pokémon-Welt bedroht. Dabei erledigt ihr haufenweise Aufträge für andere Pokémon. Marke, bringe verschiedene Pokémon-Knirpse zu ihren Eltern zurück oder verpasse randalierenden Raufbolden Erziehungsschellen. Erziehungsschelle! Nein, komplex oder tiefgründig wird's dabei eher nicht. Dafür ist die Geschichte charmant und hält sogar die ein oder andere Überraschung parat. Überraschend anders dürfte, zumindest für alle Mystery Dungeon Neulinge, auch das Gameplay sein. Denn wir haben es hier mit einem Dungeon Crawler zu tun. Das bedeutet, ihr erkundet mit einem Team aus 3 Pokémon zufallsgenerierte Level und versucht euch zur obersten Ebene durchzuschlagen. Dabei bewegt ihr euch Schritt für Schritt über eine Art Hexagonalfeld, um euch einen Weg durch das von Gegnern und Fallen gespickte Labyrinth zu bahnen. Das kann auch mal etwas kniffliger werden. Der Schlüssel zum Sieg heißt Ressourcenmanagement. Zum einen müsst ihr immer auf eure Ausdauer achten. Jeder Schritt und Kampf kostet Kraft, weshalb auch mal abgewogen werden muss, ob sich die weitere Erkundung einer Ebene lohnt. Also immer schön Äpfel dabei haben. Außerdem werdet ihr am laufenden Band von Gegnern attackiert. Also braucht ihr auch was zum Heilen. Da euer Inventar aber begrenzt ist, hat gute Planung oberste Priorität. Beißt euer komplettes Team ins Gras, wird's roguelike. Dann verliert ihr nämlich sämtliche Items und auch euer ganzes Geld. Daher solltet ihr vor jeder Erkundungstour den Dorfplatz besuchen. Hier könnt ihr Items aufstocken und bei Kangama lagern oder euer Geld zur Snobilikat-Bank bringen, damit nichts verloren geht. Neue Aufträge gibt's am schwarzen Brett und dann geht's auch wieder zurück in einen Dungeon. Dieser Gameplay-Loop hat schon seine Reize. Nur ist er leider vor allem eins, extrem eintönig. Stellt euch also darauf ein, sehr oft das Gleiche zu tun. Und damit meinen wir exakt das Gleiche. Morgens aufstehen, Post abholen, Dorfplatz besuchen, Items organisieren, Dungeon erkunden, schlafen gehen. Aufstehen, Post, Dorfplatz, Items, Dungeon, schlafen. Immer und immer wieder.
Eine gewisse Würze kommt durch die Pokémon-Elemente ins Spiel. Da wären zum Beispiel die Kämpfe. Die sind, ganz wie in der Hauptreihe, rundenbasiert, nur dass hier ein paar Monster mehr beteiligt sind. Die greifen nacheinander an und bewegen sich zwischendurch. Zusätzlich hat jede Attacke eine bestimmte Reichweite. Das macht die Wahl des Movesets taktisch wichtig. Die bekannten Typenvorteile gibt's auch hier. Sprich, Feuer ist beispielsweise wie Pokémon üblich effektiv gegen Pflanzen. Die Fähigkeiten und Statuswerte der Kampfmonster sind auch wie immer. Neu dazu kommen allerdings Teamtalente, die eurer gesamten Truppe einen Vorteil verschaffen. Hier mit verschiedenen Kombinationen herumzuspielen, würzt die Monstergefechte zusätzlich. Aber Pokémon wäre natürlich nicht Pokémon, wenn ihr die putzigen Tierchen nicht auch sammeln könntet. Neue Taschenmonster sperrt ihr aber nicht wie üblich in kleine Bälle, sondern rekrutiert sie, indem ihr besiegten Geschöpfen Futter gebt, Aufträge erledigt oder sie manchmal auch einfach nur hart vermöbelt. Vorausgesetzt, ihr habt ein passendes Camp für die jeweilige Spezies. Neue Camps bekommt ihr bei unserem rosa Freund hier. Dort könnt ihr eure Reservemonster inspizieren oder umfangreich aufpowern. Das Sammeln macht zwar wie immer süchtig, aber wir haben unser Team nur selten gewechselt, da bereits die beiden Starter meist schon alles zerlegt haben. Aber erstmal weiter im Text. Das DX im Titel lässt es schon vermuten, das Remake hat einige Zusatzfeatures und Anpassungen bekommen. Die wohl offensichtlichste ist das optische Upgrade vom pixeligen Game Boy Advanced Look zur schicken Aquarelloptik. Die ist zwar relativ schlicht gehalten, bringt aber angenehme Frische zum sonstigen Cartoon-Flair. Die restlichen Neuerungen folgen dem aktuellen Nintendo-Trend Richtung Vereinfachung. Zum Beispiel kann euer Team während eines Dungeon-Besuchs jetzt aus bis zu 8 Mitgliedern bestehen, was manche Bosskämpfe zum Kinderspiel macht. Außerdem bieten die Kumpels im Kampf bei jeder Gelegenheit ihre Hilfe an, weshalb ihr selbst nicht sonderlich aufmerksam sein müsst. This is boring. Wem aber auch das immer noch zu viel Denkaufwand ist, der nutzt einfach den neuen Automodus. Dann lauft ihr mit nur einer Taste automatisch durch die Gewölbe. Mit einem zweiten Button benutzt ihr zudem im Kampf immer die stärkste Attacke. Ein Selbstläufer also. Klingt mal wieder nach einem Job für unseren Kumpel Stein. Zumindest wenn er Unterstützung von Kollege Winkelkatze bekommt. Klar, all diese Dinge sind optional und gewinnen nicht im Alleingang das Spiel. Allerdings wirken die Hilfestellungen irgendwie etwas inkonsequent in Bezug auf das grundsätzlich anspruchsvolle Dungeon-Crawling-Prinzip. Wir fassen zusammen. Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX ist ein gelungenes Remake. Wer die beiden Ursprungstitel mochte, bekommt hier eine liebevoll überarbeitete Version, die inhaltlich ordentlich aufgemotzt wurde. Wir hätten uns aber mehr Anpassungen gewünscht, die nicht nur auf das jüngere Publikum abzielen. Allen anderen sollte klar sein, worauf sie sich hier einlassen, denn das ganze Dungeon-Crawling ist extrem eintönig und repetitiv. Wenn dann auch noch das Erzähltempo der Geschichte hinkt, wird's sehr schnell zäh wie Kaugummi. Am Ende bleibt's aber, wie bei vielen Dingen im Leben, Geschmackssache. Über das folgende Thema kann man geteilter Meinung sein. Entweder geil, eine Neuauflage von Final Fantasy VII, das kann ja eigentlich nur gut werden. Oh nee, eine Neuauflage von Final Fantasy VII, oh, das kann doch nur scheiße werden. Oder, okay, eine Neuauflage zu Final Fantasy VII ist mir eigentlich völlig egal. Wenn ihr zu Letzterem gehört, ist euch ohnehin nicht mehr zu helfen. Alle anderen passen jetzt auf, denn Basti war beim Preview-Event in Berlin. Für euch, für uns, primär aber wahrscheinlich für sich. Hallo aus dem grauen Berlin. Weshalb wir heute hier sind, ist aber ein gar nicht so grauer Grund. Wir haben die Möglichkeit, Final Fantasy VII das Remake zu spielen. Und zwar eine ganze Menge. So 3,5 bis 4 Stunden wurde uns gesagt. Und wir dürfen auch noch mit Entwicklern reden. Also verlieren wir mal keine Zeit und gehen rein. Wir leben schon in einer guten Zeit. Also zumindest videospieltechnisch. Das ist mir dank des Final Fantasy VII Remakes wieder aufgefallen. Schaut euch mal Held und Haarspray Testimonial Cloud im Remake an und vergleicht ihn hiermit. Ja, in den vergangenen Jahren sind wir schon echt weit gekommen. Ey, ich weiß noch genau, als ich Final Fantasy VII gespielt habe und dieser Gedanke in meinen Kopf kam, Alter, wie geil wäre das, wenn irgendwann mal Spiele so aussehen wie die Sequenzen in Final Fantasy VII. Jetzt kann ich sagen, was für ein fucking Idiot ich bin, weil das Final Fantasy VII Remake ist einfach nochmal 1000 Level darüber. Wow, das war cool. So,
Jetzt aber genug der Technikaufgeilerei. Das Remake sieht toll aus und läuft im Gegensatz zur letzten Gamescom-Demo richtig flüssig. Aber um ehrlich zu sein, sind die weniger offensichtlichen Anpassungen viel spannender. Final Fantasy VII ist eines der beliebtesten JRPGs unserer Zeit. Weil der 23 Jahre alte Schinken aber aus heutiger Sicht ganz schön ranzt, musste Square Enix ein bisschen mehr machen, als ihn mit HD zu bepinseln. Spielerisch hält das Original heutigen Ansprüchen nämlich verständlicherweise nicht mehr stand. Deshalb ist das Remake im Kern auch ein völlig neues Spiel, das sich nur an Eckpunkten der Vorlage orientiert. Ganz schön ambitioniert. Das wird schon im ersten Dungeon sehr deutlich. Im Original dauert der ungefähr 15 Minuten und führt durch 8 sehr geradlinige Abschnitte, bei denen es schon spannend ist, wenn mal jemand eine Tür öffnet. Im Remake wiederum dauert das Ding rund 50 Minuten, ist vollgestopft mit Truhen und Kisten, aus Entfernung zu zerstörenden Geschützen, einem Miniboss, mehreren Zwischensequenzen und einem kleinen Geschicklichkeitstest. Ja, der Bosskampf allein ist mit rund 10 Minuten Laufzeit fast so lang wie der gesamte Dungeon des Originals. Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient. Generell scheinen sich die Macher des Remakes die PR-Phrase größer, schöner, besser auf die Fahne geschrieben zu haben. Die im April erscheinende erste Episode deckt gerade einmal ein Fünftel des Originals ab, will aber trotzdem den Umfang eines modernen Vollpreisspiels haben und wird aufgrund seines Datenübergewichts gleich auf 2 Blu-rays ausgeliefert. Da kann man es als Fan schon mit der Angst bekommen, dass hier unnötig gestreckt wird. Diese Befürchtung habe ich auch gleich an Producer Yoshinori Kitase und Co-Director Naoki Hamaguchi weitergetragen. So, das ist ein 開発をしていて、こうなんだろうな、お話自体が間延びしてしまっていなんでこう、まあ今もうほぼこう完成して最後のポリッシュの状態ではあるんですけど、本当になんだろうな、一つのこうミッドガルまで脱出っていうのが、一つのコンテンツゲームとして、こうものすごくこうなんだろうな、最後の盛り上がり含めて、こうプレイヤーを飽きさせずプレイできる、こういうこうすごく綺麗なこうゲームデザインに落ちたと思ってるので、本当にこうなんだろうな、早くユーザーに触ってもらいたいというのが私の今の本心です。 Was die meisten Spielbaren Abschnitte anbelangt, kann ich da nur zustimmen. Es wurde nicht einfach nur vergrößert, sondern sinnvoll modernisiert. Die Umgebungen wirken lebendiger, imposanter und abwechslungsreicher. Einzige Ausnahme war mein einstündiger Ausflug ins 7. Kapitel. Wie im Original ist der 2. Dungeon ein Reaktor, sieht dem 1. sehr ähnlich, ist im Vergleich zur Vorlage aber zumindest nicht nur Copy-Paste. Weil sich das Muster auf Schlauch folgt Raum folgt Schlauch folgt Raum mehrmals wiederholt und ich immer wieder vor die gleiche Sammle-Schlüsselkarten-Scheißaufgabe gestellt werde, sind mir aber trotzdem die Füße eingeschlafen. Hoffen wir einfach, dass das auf die gesamte Laufzeit gesehen eine Ausnahme bleibt. Zumindest die ausgeweitete Geschichte mit ihren knackigen Dialogen wirkt bis jetzt aber durch und durch gelungen. Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Jetzt im ersten Marco-Reaktor ist dann zum Beispiel so ein Nebencharakter wie Jesse, der vorher gar keine Rolle gespielt hat. Die ist jetzt wirklich ein ausgestalteter Charakter und ich muss sagen, dass sie mir irgendwie auch gleich ans Herz gewachsen ist. Und das ist ein gutes Signal, weil ich glaube, dass sie da nicht nur einfach sagen, okay, jetzt haben wir hier 2 Blu-rays, ballern wir sie mit irgendwelchen Inhalten voll, sondern sie haben sich auch wirklich überlegt, was sie denn mit den Charakteren machen wollen. Dazu gehört auch, dass einige Schlüsselereignisse früher stattfinden. Meine erste Begegnung mit Sephiroth findet beispielsweise schon zu Beginn des Midgar-Abschnitts statt. Eine Veränderung, die einen guten Grund hat. はい、そうですね。まあ、例えばセフィロスで言うと、まあ、もちろん後半に出てくるんですけど、もちろん、当時はプレイヤーってセフィロスって存在も知らないので、よりセフィロスって存在を怖く表現するために、わざと姿を現さないで、こう、いろいろこう、噂話だったり、彼が残した痕跡で恐怖を煽ってったんですけども、23年後の本作、相変わらずというか、より以上に、こう、作品全体を支配する悪の象徴として、もう、最初の方から描くっていう部分の選択を取りました。 Die gewonnene Zeit wollen die Entwickler nutzen, um dem graumähnigen Mantelmann mehr Charakter zu verleihen und noch stärker als große Bedrohung zu etablieren. Auch die erste Begegnung mit Aerith, einem Charakter, dem im Original große Bedeutung zukommt, verläuft deutlich anders. Here. This is for you. Statt einer schroffen Begegnung in 4 Sätzen wird es jetzt direkt dramatisch und sogar ein bisschen mysteriös. Anscheinend wird das Blumenmädchen nämlich von dunklen Mächten heimgesucht. まあ、あのエリスに関してもそのセフィロスに似てはいるんですけど、あの、まあ、プレイヤー特に原作をプレイしたプレイヤーっていうのは、そのセブンのストーリーっていうのは 知ってる上で、まあ今回のある意味メタ的な話になるんですけど、実際の時出て再会するのもありますし、あのプレイヤー自身が彼のキャラクターと再会するっていうのもあるので、その再会をよりドラマチックに描きたかったってところがあります。Im Vergleich zum stummen Textboxentheater von 1997 ist das Remake voll vertont.
Die Sprachausgabe ist sicherlich Geschmackssache. Mir hat aber vor allen Dingen die englische durchweg sehr gefallen. Die deutsche Fassung ist qualitativ auch auf hohem Niveau, nur bei ein, zwei Charakteren cringet es ab und an. Lauf doch! Was für ein Kerl! Die wichtigen Charaktere sind aber gut getroffen. Cloud ist zu Beginn unterkühlt und desinteressiert, während Barrett den toughen, etwas griesgrämigen Widerstandskämpfer mimt. Ich wiederhole mich, aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Never said I was. I'm just here for the paycheck. Then do the damn job! Ihr merkt schon. Ich will mich bei unserem dritten Einblick ins Final Fantasy VII Remake vor allen Dingen auf die Neuerungen konzentrieren, die wir bis jetzt noch nicht ausführlicher behandeln konnten. Das actionreiche Kampfsystem, das im Taktikmodus pausiert und sich dadurch die Essenz des Originals bewahrt, haben wir schon öfter erwähnt. Auch wenn die Optionen zu Beginn etwas erschlagend sind und die Übersicht manchmal fehlt, finde ich es ziemlich gelungen. Gelungen ist, glaube ich, auch das perfekte Fazit, das ich nach 4 Stunden mit dem Remake ziehen kann. Es macht Neues, es wagt Neues, was total gut ist, weil das sowohl neue als auch alte Spieler neugierig macht, aber eben dann immer noch mit so einem gewissen Grad des Respekts vor dem Original. Und deshalb muss ich sagen, auch wenn es hier und da so kleine Minimacken gibt, hat mich das sehr, sehr überzeugt. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß und freue mich jetzt noch mehr auf das Remake von Final Fantasy VII. Wenn der erste Teil der Neuauflage einen guten Abschluss findet, seine längere Laufzeit klug nutzt und das Episodenformat dem Ganzen kein Bein stellt, könnte Final Fantasy VII Remake die erste Anlaufstelle sein, wenn ihr diesen Klassiker nachholen wollt. So, das war's von Aerith Kirche und von Final Fantasy VII. Ich hoffe, ihr habt einen gewissen Eindruck vom Spiel bekommen. Wir gehen jetzt zurück nach Hamburg. Tschüss. Moin Freunde, Half-Life-Fans können es kaum noch erwarten, denn Alex steht in den Startlöchern. Zu sehen gab es allerdings nur einen kurzen Trailer. Bis jetzt! Valve veröffentlichte direkt 3 neue Videos, die vor allem die unterschiedlichen Arten der Fortbewegung zeigten. Alex kann sowohl normal gehen, als auch einen schnellen Dash oder die aus VR-Spielen bekannte Teleportationsfortbewegung nutzen. Vor allem in schnellen Feuergefechten scheint der Dash dabei ziemlich nützlich zu sein. Auch die Gravitationshandschuhe wurden nochmal in Aktion gezeigt und ein neues Hacking-Feature, um beispielsweise Türen zu öffnen. Ob das Ganze dann auch wirklich so flüssig von der Hand geht, wie es im Video den Anschein macht, werden wir spätestens am 23. März selbst ausprobieren können. Bald kommt ja The Last of Us 2 raus. Und was gibt's da? Die Klicker. Was reimt sich denn darauf? Hä? Richtig, der Ticker! Beifahrer. Das Mario Kart Tour, der Smartphone-Ableger der erfolgreichen Nintendo-Rennspielreihe, keinen Multiplayer-Part hat, galt als riesiges Manko. Am 8.3. wird der nun nachgereicht. Dabei können auch Custom-Games erstellt werden, um sich direkt mit seinen Freunden zu messen. Ausgerollt. Seit dem Early Access Release auf Steam schlug der Pokémon-Klon Temtem in den Verkaufscharts ein wie eine Bombe. Jetzt soll Temtem im nächsten Jahr auch für die Heimkonsolen PS4, Xbox One und Switch erscheinen. Schnäppchenalarm. Vielleicht ist es das seltenste Artefakt der Videospielgeschichte. Die Nintendo PlayStation ist aus einer Kooperation zwischen Nintendo und Sony hervorgegangen. Über 200 Prototypen wurden damals hergestellt, mittlerweile soll es allerdings nur noch ein Exemplar geben. Und das wird diese Woche versteigert. Das Zielgebot soll bei $1,2 Millionen liegen. Wer noch bieten möchte, Auktionsschluss ist am 8. März. Neues von der Macht? Ein Bot hat im PlayStation Store einen überraschenden Fund gemacht. Star Wars Project Maverick nennt sich der Eintrag. Auf dem Cover sind ein Sternzerstörer sowie ein paar X-Wings zu sehen. Im Eintrag gibt es Hinweise auf einen Multiplayer-Modus, mehr Details sind bislang aber noch nicht bekannt. Dracula to go. PlayStation 1-Legende Castlevania Symphony of the Night ist ab sofort für Android- und iOS-Geräte verfügbar. Der Mobile Port hat eine neue Oberfläche und eine extra Speicherfunktion. 3,50 € soll der Spaß kosten. Gestrandet! Die Steam-Version von Death Stranding hat endlich einen Release-Termin. Ab dem 2. Juni dürfen sich PC-Spieler über einen zusätzlichen Fotomodus, höhere Frameraten und exklusiven Half-Life-Content im Spiel freuen. Schnetzelsommer! Und auch Ghost of Tsushima hat endlich einen Veröffentlichungstermin bekommen. Am 26.06. geht das Samurai-Geschlitze in verschiedenen Verkaufsversionen an den Start. Große Erwartungen. Pay-TV-Urgestein HBO bringt The Last of Us als Serie. Hauptverantwortlich für den künstlerischen Prozess zeichnen Naughty Dogs Creative Director Neil Druckmann sowie Craig Mazin, der 2019 mit Chernobyl eine hervorragende Miniserie geschaffen hat. Das klingt doch mal vielversprechend. Kurze Spoilerwarnung. Wenn ihr Star Wars Episode 9 noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr jetzt kurz weghören. Für alle anderen habe ich noch etwas Hübsches rausgesucht, was euch den Schmerz mit dem Abschluss der Trilogie vielleicht etwas versüßen könnte. YouTuber John Stratman hat das Ende von Star Wars Episode 9, also das Finale vom Finale sozusagen, in schicke 16-Bit-Optik verwandelt. Orientiert hätte er sich dabei an den Star Wars-Titeln vom Super Nintendo und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
Bereits Szenen vom achten Teil hatte Stratman im selben Look animiert, was ihm sogar Lob vom Regisseur Rian Johnson einbrachte. Wenn es euch also so geht wie mir und ihr den letzten Teil der Skywalker-Saga eher meh fandet, dann könnt ihr euch damit ja vielleicht wenigstens im 16-Bit-Look anfreunden. Das war's dann jetzt mit den News für diese Woche. Ich hol mir jetzt ein Eis. Ciao. Wenn wir am Ende des Monats das Spielregal auskehren, da kommt oft noch mal ein bisschen was zusammen. Da schmiert sich irgendwo ein Zombie an die Ecke, da klemmt noch ein Panzer und irgendwo findet sich sicherlich auch noch ein Samurai-Schwert. Hä? Auf jeden Fall genug, um ein schönes unter dem Radar draus zu recyceln. Für die Umwelt. Ja, die Umwelt. Matrose, wie konnten Sie die ganzen Sprühschmerzgranaten übersehen? Sie waren unter dem Radar. Unter dem Radar! Willkommen zu einem ausgesprochen besonderen Unter dem Radar. Denn dieses Unter dem Radar hat ganz wenige Spiele, die viele interessieren. Dafür aber ganz viele Spiele, die nur wenige interessieren. Und wir starten jetzt mit einem Spiel, das potenziell die meisten interessiert. Okay. Zombie Army 4 Dead War. Hier steht, wer hätt's gedacht, das Niedermähen endloser Zombie-Horden im Mittelpunkt. Im Optimalfall spielt man den inzwischen vierten Ableger der Sniper-Elite-Reihe natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit bis zu drei Freunden. Dann macht's nämlich am meisten Spaß. Ziemlich cool, auch der neueste Teil kommt mit vielen unterschiedlichen Zombie-Typen, einem motivierenden Combo-Counter und verschiedenen Wegen, die Umgebung mit einzubeziehen daher. Außerdem fällt das Upgrade-System mit unterschiedlichen Perks und Waffenverbesserungen jetzt deutlich umfangreicher aus als in der Vergangenheit. Dafür ziemlich uncool, verschiedene Zusatzwaffen und Figuren wollen gegen Echtgeld gekauft werden. Kurzfazit, alleine geht der stupiden Zombie-Schrotterei recht schnell die Luft aus, mit Freunden kann man aber ein paar unterhaltsame Stunden erleben. In Vitamin Connection übernimmt ihr die Kontrolle der Antikörper Vita Boy und Mina Girl. Der Familie Sable geht's nämlich gar nicht gut. Und darum müsst ihr in den Körpern der Familienmitglieder Viren und Bakterien jagen. Die holzt ihr entweder mit einem Vitaminstrahl direkt aus der Blutbahn oder besiegt sie in unterschiedlichen Geschicklichkeitsspielen. Mal müsst ihr den heißen Draht entlang wandern, mal mit einer Greifhand Krankheitserreger aus der Decke pflücken. Das sieht aufgrund des ziemlich simplen Looks reichlich unspektakulär aus und, naja, das ist es irgendwie auch. Aufgrund der Steuerung wird's aber doch irgendwie besonders. In Vitamin Connection drückt ihr nämlich nicht nur einfach Tasten, sondern dreht die Joy-Cons, nutzt ihre Infrarotsensoren und vieles mehr. Vor allem mit Freunden erfordert das ein gewisses Maß an Koordination und Geschick. Trotz dieses netten Kniffs bleibt Vitamin Connection wegen der Knuffi-Puffi-Optik und dem sehr moderaten Schwierigkeitsgrad aber wohl eher was für die jüngere Zielgruppe. Wer eine Herausforderung sucht oder auf pompöse Inszenierungen steht, wird's wohl schnell gähnend zur Seite legen. Metroidvanias sind ja an sich sehr beliebt. Aber auch hier gilt, es gibt schon zu viele. Wenn ihr aber der Meinung seid, die meisten Metroidvanias hätten zu viele Farben, dann könnte Kunai was für euch sein. Das hat nämlich nur 5. Als kampferprobtes Tablet, kein Witz, springt, meuchelt und wirbelt ihr euch durch die labyrinthartige Sci-Fi-Welt. Die titelgebenden Kunai spielen dabei eine zentrale Rolle. Die nutzt ihr nämlich als Enterhaken zum Klettern oder Umherschwingen, was der Erkundung einen eigenen Drall gibt. Dank präziser Steuerung und regelmäßigen Upgrades flutscht das Ganze zwar sehr ordentlich, abseits vom eigenwilligen Gameboy-Color-Look bietet Kunai allerdings leider nicht viel mehr als zwar grundsolide, aber eben auch etwas ausgelutschte Metroidvania-Kost, Backtracking inklusive. Kann man also machen. Wer vom Genre Overkill jedoch bereits übersättigt ist, kann Kunai links liegen lassen. Point-and-Click-Adventures sind ja schon von Natur aus keine Kassenschlager. Den meisten Leuten sind die wohl zu gemütlich. Aber wenn Gemütlichkeit genau euer Ding ist, dann werft auf jeden Fall einen Blick auf Luna The Shadow Dust. Die von Hand gezeichnete Bilderbuchgrafik und die verträumte Musik werden euch sofort dazu veranlassen, euch mit Tee und Keksen in eine Kuscheldecke einzurollen, um dann im Zustand der maximalen Gemütlichkeit gemütliche Rätsel zu lösen. Luna ist aber nicht nur sehr gemütlich, sondern bringt auch ein paar originelle Ideen mit. Zum Beispiel steuert ihr mit Yuri und seinem tierischen Freund Lai gleich zwei Figuren. Die beiden müssen sich gegenseitig helfen, um die Rätselräume eines mysteriösen Turmes zu durchqueren. Und die Schattenmechanik, die in einigen Räumen zum Einsatz kommt, wirkt auch ziemlich frisch. Zusammen mit der emotionalen Geschichte, die sich um ein dunkles Geheimnis des Turmes dreht und die komplett ohne Worte erzählt wird, entsteht so ein sehr rundes Adventure-Paket. 3 bis 4 Stunden sind zwar nicht wirklich viel Spielzeit, doch dafür kostet Luna auch nur knapp 20 Euro. Kann man sich also mal reinziehen. Und es wird noch spezieller. Wir sind jetzt nämlich bei Arcade-Shootern angelangt,
Die waren in den 80er und 90er Jahren mal der absolute Renner, sind in der heutigen Spielelandschaft aber eindeutig Nischenkost. Die beiden Sammlungen Psycho Shooting Stars Alpha und Bravo umfassen je 6 mehr oder weniger bekannte Klassiker des japanischen Genre-Experten Psycho. Highlights im Alpha-Paket sind die drei Strikers 1945-Episoden sowie Dragon Blaze, bei dem statt militärischem Setting ein Fantasy-Szenario zum Einsatz kommt. Allen Titeln gemein ist die Spielweise. Ihr fliegt automatisch von unten nach oben, rüstet euer Vehikel mit Power-Ups auf und ballert alles weg, was euch vor den Laser kommt. Mit dem horizontal scrollenden und optisch schlecht gealterten Soul Divide gibt's in der Alpha-Sammlung aber auch einen Ausfall. Im Beta-Pendant übernimmt diese Rolle das potthässliche Sengoku Cannon. Die Vertikalballereien Gunbird 1 und 2 sowie Psychos Erstlingswerk Samurai Aces und dessen horizontaler Nachfolger Tengai gleichen diese Gurke aber ebenfalls aus. Etwas mehr Liebe hätte die Aufbereitung vertragen können. Alle Titel sind zwar blitzsauber umgesetzt und dank zeitloser Pixeloptik auch heute noch sehenswert, außer ein paar Bildfiltern und Wallpapers sucht man Extras allerdings vergeblich. Sämtliche Titel sind übrigens auch als Einzeltitel im eShop erhältlich. Sparen tut man beim digitalen Sammlungskauf kaum. Aber Sammler sollten eh zu den Limited Editions greifen. Die kommen nämlich mit Soundtrack-CDs, Kunstdrucken, verpackten Spielen und Skizzenbuch daher. Der nächste Titel ist wohl auch nur für eine sehr kleine Zielgruppe relevant. Denn er erfordert Kreativität, Experimentierfreudigkeit und einen Spritzer Grundlagenwissen über Mechanik. In Besiege müsst ihr nämlich im Lego-Stil Belagerungsmaschinen entwerfen, die vorgegebene Ziele zerstören können. Zum Beispiel 2 Häuser hinter einer Wehrmauer, ein Monument auf einem Hügel oder 80% einer Schafsherde. Und das klingt viel leichter als es ist. Zuerst müssen die Funktionen der vielen Bauteile verstanden werden, dann braucht's eine zündende Idee für das Design der Maschine und letztendlich muss die Maschine auch belastbar genug sein. Ihr werdet also sehr oft zwischen Schlachtfeld und Reißbrett hin und her wechseln. Aber wenn ihr dann nach zig Fehlversuchen endlich ein gefedertes Bombenkatapult mit Panzerplatten, Flammenwerfern, Zwillingsarmbrust, Doppelbohrer und rundum montierten Kreissägen hinkriegt, das sowohl mit der Burgmauer als auch mit den Soldaten und den Bauernhäusern fertig wird, dann fühlt ihr euch schon extrem schlau. Und dann schaut ihr auf YouTube, was andere Leute so basteln und ihr fühlt euch wieder dumm. Auf jeden Fall ist Besiege ein echt lustiges kleines Spiel für alle, die am Erschaffen und Zerstören gleichermaßen Spaß haben und die noch 8 Euro auf der hohen Kante haben. So, und nun sind wir in der kleinsten Nische dieses Unter dem Radar angekommen, beim Tank Mechanic Simulator. Für den braucht ihr nämlich einen richtig krassen Panzerfetisch. Der muss mindestens so ausgeprägt sein wie bei diesem Bengel hier. Denn nur, wenn ihr Panzer so richtig ganz doll lieb habt, nur dann werdet ihr auch Spaß daran haben, sie aus einem Acker auszugraben, sie zu reinigen, sie auf einen Hänger zu laden, sie in eurer Werkstatt Stück für Stück auseinanderzunehmen, sie zu entrosten, sie zu grundieren, sie zu lackieren, neue Teile für sie zu bestellen und sie dann wieder zusammenzubauen. Eure Panzerliebe muss sogar so weit gehen, dass ihr stundenlang solche Soundeffekte ertragen könnt. Oder, dass ihr kein Problem damit habt, wenn ihr den Motor 5-mal ein- und ausbaut, weil euer Analysetool sagt, dass als letztes Teil noch die Antriebswelle fehlt, ihr aber ums Verrecken nicht den Ort findet, wo diese scheiß Antriebswelle hin soll. Ihr seht, eure Liebe zu Panzern muss wirklich heiß und innig sein. Ihr müsst Panzer so unfassbar geil finden, dass ihr alles für sie tun würdet. Doch wenn das bei euch der Fall ist, dann wird der Tank Mechanic Simulator die Erfüllung eurer wildesten Träume sein. Zum Abschluss haben wir noch etwas alten Wein in neuen Schläuchen für euch. Es gab die vergangenen Wochen nämlich auch ein paar Neuauflagen und Konsolenportierungen, die bestimmt 3 oder 4 Leute interessieren. Sega hat zum Beispiel die beiden Platinum Games Klassiker Bayonetta und Vanquish geremastert, sodass die jetzt auf Xbox One X und PS4 Pro in 4K mit 60 Frames laufen. Ganz nett, doch weil ansonsten nichts großartig verbessert wurde, können sich Besitzer der Originalversion diese Portierungen sparen. Außerdem haben noch 3 ehemals PC-exklusive Spiele ihren Weg in die Konsolenwelt gefunden. Hunt Showdown gibt's nun auch für PS4 und Xbox One, ebenso wie die Renovierungssimulation House Flipper. Und wer mit Two Point Hospital in die Rolle eines Krankenhausmanagers schlüpfen will, braucht dafür auch nicht mehr zwingend einen PC, sondern kann das jetzt ebenfalls auf PS4, Xbox One und sogar auf der Switch tun. Und apropos Switch, für die ist kürzlich die Shooter-Kombo Metro Redux umgesetzt worden und das nahezu perfekt. Viele Grafikeffekte wurden rübergerettet und trotzdem ist die Bildqualität überraschend sauber und die Bildrate liegt bei superkonstanten 30 Frames.
Das soll's nun aber wirklich gewesen sein mit diesem ganz besonderen Unter dem Radar. Wenn ihr davon auch nur irgendwas interessant fandet, schreibt's in die Comments. Wir sind gespannt wie ein Flitzebogen. Das war's mit Game 2 diese Woche. Herausragende Folge. Ich würde sagen, Krimmelpreis verdächtig. Da ist ja gerade Platz frei geworden. Das machen wir aber jetzt einfach jede Woche so. Sehe ich genauso, Simon. Für diese perfekte Moderationsleistung müsste man eigentlich abonnieren. Und einmal bitte die Glocke drücken. Ne? Und wenn Sie wissen wollen, wie man eine Jubiläumsfolge nicht moderiert, dann klicken Sie einfach mal da drauf. Ne? Wiederschauen. Reinhauen. High five. Oh.